Im Hinblick auf die Wiener Weltausstellung 1873 sind eine Zahnradbahn auf den Kahlenberg und eine Drahtseilbahn auf den Leopoldsberg geplant. Rund 6 Wochen nach der feierlichen Eröffnung der Ausstellung ist nur die Standseilbahn fertig. Doch dazu später. Anfang März 1872 legt ein Schweizer Konsortium unter Führung des Schweizer Ingenieurs Niklaus Riegenbach dem KK-Handelsministerium ein entsprechendes Projekt vor. Vorbild ist die Schweizer Zahnradbahn Vitznau-Rigi-Kulm. Die Rigi-Bahn ist die erste Bergbahn Europas, eröffnet 1871. Bis zur Eröffnung der Wiener Weltausstellung im Mai 1873 soll das Projekt Zahnradbahn Kahlenberg abgeschlossen sein. Die Weltausstellung 1873 in Wien findet vom 1. Mai bis zum 2. November statt. Es ist die 5. Weltausstellung und die erste im deutschsprachigen Raum. Der geplante und später der tatsächliche Verlauf der Zahnradbahn. Vom Stationsgebäude in Nussdorf beginnend verläuft die Trasse westwärts über die heutige Zahnradbahnstraße. Die Kahlenberger Straße wird mittels einer Brücke überquert. Über den unteren Schreiberweg steigt die Trasse weiter nach Westen an. Ab dem Kinzinger Steig nimmt die Bahn einen nordwestlichen Verlauf und erreicht beim Muckenthaler Weg die Station Grinzing. Weiter führt die Strecke zur Station Krapfenwaldl. Entlang dem heutigen Forstweg Zahnradbahn führt die Trasse nach Nordwesten und in einem Linksbogen erreicht die Bahn die heutige Höhenstraße. Dieser Bereich wurde nach 1922 im Rahmen der Wiener Höhenstraße genutzt und ist heute eine Aussichtsstraße. In einer langgezogenen Rechtskurve quert die Bahn den Schreiberbach knapp unterhalb der Quelle und wendet sich nach Osten, wo sie bis 1876 die erste Endstation Kahlenberg erreicht. Nach 1876 wird die Bahnstrecke eingleisig um 550 Meter verlängert. Daher gibt es ab 1876 die zweite Endstation. Im August 1872 erteilt Kaiser Franz Josef I. die Konzession für eine Zahnradbahn nach dem System Riegenbach. Finanziert wird das Projekt über den Verkauf von Aktien.
Aus diversen Gründen verzögert sich der Baubeginn bis Mai 1873. Binnen 10 Monate wird dann der Bau abgeschlossen. Im März 1874, ein Jahr nach der Eröffnung der Wiener Weltausstellung, wird die Bahn eingleisig eröffnet. Im April desselben Jahres übernimmt die Kahlenbergbahn-Gesellschaft den Vollbetrieb. Der Fuhrpark besteht aus 6 Lokomotiven und 18 Personenwagen. Zusätzlich gibt es ab 1876 noch 4 offene Güterwagen und 2 Zisternenwagen für den Wassertransport zum Hotel. Allerdings, es gibt eine Konkurrenz. Ebenfalls im Zusammenhang mit der Wiener Weltausstellung 1873 wird der österreichischen Bergbahngesellschaft Aktiengesellschaft die Konzession für den Bau und den Betrieb einer Drahtseilbahn auf den Leopoldsberg erteilt. Zu dieser Zeit gibt es erst eine vergleichbare Seilbahn in der Monarchie, die Ofener Seilbahn in Budapest. Diese wird 3 Jahre früher, 1870, eröffnet. Die Betriebsaufnahme der Standseilbahn am Leopoldsberg ist für den 1. Mai 1873 geplant. Eröffnet wird die Bahn tatsächlich Ende Juli 1873. Die Standseilbahn hat eine Länge von 733 Meter und bewältigt eine Höhe von 235 Meter mit einer mittleren Steigung von 34%. Der Schrägaufzug führt von der Talstation bei der Donauwarte zur Bergstation auf der Elisabethwiese zwischen dem Leopoldsberg und Kahlenberg. Die durchschnittliche Fahrdauer beträgt 5 Minuten. '72/73 hat die österreichische Bergbahngesellschaft, Aktiengesellschaft auf dem Kahlenberg, das Hotel Kahlenberg mit einem luxuriösen Restaurant erbaut. Bereits 1874 verliert die Standseilbahn nach Eröffnung der Zahnradbahn an Zuspruch. 1875 wird die Seilbahn von der Kahlenbergbahngesellschaft übernommen. 1876, nach nur 3 Jahren Betriebsdauer, wird die Standseilbahn wieder stillgelegt. Die Bergstation mit den Maschinen und Kesselraum wird abgetragen. Anschließend wird die Kahlenbergbahn, wie bereits besprochen, um ca. 550 Meter zum höchsten Punkt des Kahlenbergs verlängert. Im Nahbereich der neuen Endstation der Zahnradbahn wird mit den Ziegeln der abgetragenen Bergstation der Seilbahn 1887 die Stephaniewarte gebaut. Geplant wird die Warte vom Architekturbüro Fellner und Helmer. Benannt ist die Stephaniewarte nach der Stifterin Prinzessin Stephanie von Belgien, Gemahlin von Kronprinz Rudolf. 1885 erhält die Kahlenbergbahngesellschaft eine Konzession für eine Dampftramwei vom Schottenring zum Zahnradbahnhof in Nussdorf. Die Betriebsführung übernimmt die neue Tramwaygesellschaft.
Die Strecke wird vom Schottenring bis zum Lichtenwerder Platz mit der Pferdeeisenbahn betrieben. Ab der Station Lichtenwerder Platz bis Nussdorf übernehmen Dampftramway-Lokomotiven den Betrieb. Damit besteht eine direkte Verbindung zwischen Nussdorf und dem dicht besiedelten Stadtgebiet. Ab 1911 besteht der Plan, die dampfbetriebene Zahnradbahn zu elektrifizieren und ein Villenviertel anzulegen. Das Projekt stammt von Siemens Schuckertwerke. Eingeplant war eine Erweiterung der Streckenführung mit einer Zweiglinie zum Koblenzl. Der Erste Weltkrieg verhinderte die Verwirklichung dieser Vorstellung. Nach dem Ersten Weltkrieg ist die Anlage und der Fuhrpark veraltet und teils desolat. Die Übernahme der dampfbetriebenen Bahn durch die Gemeinde Wien wird erwogen, schlussendlich aber nicht realisiert. Mit 16. Mai 1923 erlischt die Konzession, damit ist die Kahlenbergbahn Geschichte. Bis 1925 wird die Strecke im Wesentlichen abgetragen. Um die Massenarbeitslosigkeit im Zuge der Weltwirtschaftskrise etwas abzufangen, wird die Wiener Höhenstraße in den 40er Jahren gebaut. Teilweise verläuft sie auf der Trasse der ehemaligen Zahnradbahn. Die Bergstation am Kahlenberg steht bis in die 50er Jahre. Die Station Krapfenwattel wird 1960 abgerissen. Bis heute besteht das Nussdorfer Empfangsgebäude der Kahlenbergbahn am Nussdorfer Platz.